Ich arbeite seit jetzt fast 10 Jahren bei Amazon. Und für mich war von Anfang an klar, sobald ich einen Festvertrag habe, dass ich da in der Gewerkschaft aktiv werde. Ich würde gerne einmal hier von denen in Rot. Ja. Unsere konkreten Ziele sind überhaupt einen Tarifvertrag uns zu erkämpfen. Leider geht es offensichtlich nur auf dem Weg der Auseinandersetzung. Also Amazon möchte kein Sozialpartner sein. Dieses Problem können wir nur lösen, indem wir uns organisieren. Dadurch haben immer mehr und mehr Kolleginnen und Kollegen auch Selbstvertrauen gefasst, auch mal Nein zu sagen oder sich zu beschweren oder eben auch bei einem Streik mitzumachen. Und das ist, finde ich, der größte Erfolg. Die Partei Die Linke unterstützt uns eigentlich bei fast jeder Streikaktion. Die sind immer vor Ort und das erfährt man von anderen Parteien überhaupt nicht. Wir haben hier mit 15 Leuten angefangen am Standort und mittlerweile sind wir bei über 1000 Organisierten hier. Und das in einem Betrieb, wo eigentlich gewerkschaftliches Niemandsland war. Amazon versucht natürlich, alles, was an Steuervermeidung geht, auszunutzen. Also das Konstrukt ist, dass man das Verkaufsgeschäft über Luxemburg abwickelt und die großen Steuern, die bezahlt werden müssten, werden eher vermieden. Und im Endeffekt bekommt die Gemeinde hier vor Ort einen minimalen Anteil. Was die Besteuerung der Großkonzerne angeht, da ist die Linkspartei die einzige Partei, die das auch über die Parlamente fordert. Deswegen glaube ich persönlich, dass das ein gutes Programm ist, was die Linke vorgelegt hat, was den Bedürfnissen der Arbeiter auch am nächsten kommt.